Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal ganz was anderes als Horoskop vorstellen. Ein Gesundheitshoroskop. Hör es dir an und für jedes Sternzeichen habe ich gute Hinweise auf dein jetziges Wohl bzw. Unwohlbefinden. Die letzten Wochen waren anstrengend und du fühlst dich zurzeit ausgelaugt und müde und du fragst dich, wie du wieder zu deiner alten Kraft kommen kannst und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und du deine Selbstheilungskräfte wieder aktivieren kannst? Ja, das werde ich euch erklären. Wir beginnen wie immer mit dem Widder. Lieber Widder, hier nun dein Horoskop. Du bist ständig in Eile. Das bedeutet, dass Druck und Stress dein ständiger Begleiter ist. Beim Essen wird gelesen und das Handy bedient. Plötzlich melden sich ältere Wehwehchen und Migräne setzt dir zu. Gönn dir Zeit und gönn dir Pausen. Nimm dir diese Ruhezeiten, denn das verleiht dir zu neuem Schwung und zur Zuversicht. Somit werden in dieser Ruhe neue Selbstheilungskräfte zum Leben erweckt. Jetzt zu dir, lieber Stier. Sicher hast du dich von deiner Familie und Freunden in der letzten Zeit zu wahren Schlemmerfesten hinreißen lassen. Das hat dir mehr Funde beschert, als dir lieb ist. Das lässt dich leiden. Denn es beeinflusst deine Lebensfreude und auch deine Selbstheilungskräfte. Immer wieder scheint draußen eine heilsame Sonne. Geh hinaus und tanke dich mit der Sonnenenergie auf. Sie bringt dir neue Kraft, sodass dich deine kleineren Gesundheitsprobleme nicht mehr quälen. Und achte auf deine Ernährung. Zu dem Zwilling. Manchmal fühlst du dich vollkommen überfordert und fragst dich, wo deine Zufriedenheit geblieben ist. Das lähmt deine Selbstheilungskräfte, weil du im Augenblick nicht an sie glaubst. Plötzlich melden sich wieder chronische Leiden, wo du doch geglaubt hast, sie besiegt zu haben. Du brauchst Bewegung in der freien Natur, wo dich deine Fantasie von deinen Sorgen befreit, die auf deiner Seele drücken und dir deine Zuversicht nehmen. In der freien Natur kannst du wieder deine Selbstheilungskräfte aktivieren, die von deiner eigenen Stärke getragen werden. Lieber Krebs, du hast viel heruntergeschluckt und verdrängt. Das ist dir auf den Magen geschlagen, weil du es einfach nicht wahrgenommen hast. Durch einen Streit lebt in dir ein Zorn und hat deine Selbstheilungskräfte beeinträchtigt. Das musst du verhindern und Auseinandersetzungen vermeiden. Vergiss, was geschehen ist und glaube an dich selbst und deine Stärke. Das ist deine beste Chance, deinen kranken Magen gesund werden zu lassen. Ja, lieber Löwe, du hattest eine traumhafte Zeit, die dich von Party zu Party hetzen ließ. Dabei wurde deine Gesundheit sehr strapaziert. Und nun fühlst du dich kraft- und energielos. Herz und Kreislauf machen dir Probleme, denn deine Selbstheilungskräfte sind geschwächt. Glaube an dein Selbstvertrauen und komm zurück zu deiner Herzlichkeit, deinem Wohlwollen und deinem großen Optimismus. Wird dir das bewusst, wirst du gesunden und jegliche Krankheit überwinden. Glaube an dich. Und du, liebe Jungfrau, eine ungute Zeit liegt hinter dir, die dir so manches gesundheitliche Problem bereitet hat. Das liegt nun hinter dir und auch deine angstvolle Sorge um deine Gesundheit. Deine Selbstheilungskräfte sind so stark, weil du an deine eigene Kraft und Fähigkeit glaubst. Weil du spürst, dass du dich selbst aus diesem Tief geholt hast und in nächster Zeit keine Angst mehr haben brauchst. Das ist gut so und du kannst dir selbst auf die Schulter klopfen.
So, das waren die ersten 6 Sternzeichen und nächste Woche kommen die weiteren Sternzeichen von Waage bis Fische. Also, bis dahin, eure Deria.